Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem wir euch zeigen wollen, wie ihr die S-Anrichtung beim Technisat Digit Isio S3 HD SAT Receiver vornehmt, mit dem Internet verbindet und die Inhalte dann auf eurem Fernseher aufruft. Außerdem schließen wir noch einen USB-Stick für die Timeshift und Aufnahmefunktion an. Dann reißen wir noch kurz die Bedienung über das Smartphone an und verbinden den optional erhältlichen WLAN-Adapter Technisat Teltronic Isio. Eine Empfehlung gibt es noch für die Produktseite, die ihr hier im Hintergrund durchlaufen seht. Da findet ihr noch jede Menge weitere Infos zum Receiver, die wir in einem Video gar nicht abdecken können. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Im Lieferumfang befindet sich der Technisat Digit Isio S3 HD SAT Receiver samt Netzteil, die Fernbedienung inklusive Batterien, ein HDMI-Kabel und eine Kurzanleitung. An der Frontseite befindet sich eine Klappe, hinter der sich ein CI-Plus-Slot befindet. Auf der Rückseite gibt es die beiden Eingänge des Twin-Receivers für die LNBs, 1 Gigabit LAN-Buchse, HDMI-Ausgang, 2 USB 3.0-Anschlüsse, SPDIF-Ausgang oder SPDIF, einen Anschluss für einen externen Infrarotempfänger und DC für das Netzteil. Kurzer Blick noch auf die Fernbedienung und dann kann es losgehen. Starten wir den Receiver. Stellt als erstes die richtige Sprache und im Anschluss das Land ein. Zum Start sind sämtliche Internetfunktionen deaktiviert. Da man sich so einen Receiver aber bewusst für diese Funktion anschafft, schalten wir sie jetzt alle ein und haben ihn bereits mit dem LAN-Kabel mit unserem Netzwerk verbunden. Die Datenschutzerklärung lässt sich mit der Infotaste anzeigen. Wenn es euch etwas zu schnell geht, pausiert das Video an der Stelle. Dann könnt ihr euch mit dem Lesen Zeit lassen. Im nächsten Schritt stellt ihr das Bildformat eures Fernsehers ein. Es folgt die Auswahl der Empfangssignale. Die Netzwerkkonfiguration läuft dann automatisch durch und wurde in unserem Fall erfolgreich abgeschlossen. Falls ihr einen IPTV-Anbieter habt, müsst ihr ihn an dieser Stelle einstellen. Wie viele SAT-Leitungen haben wir angeschlossen? Aktuell nur die eine. An dieser Stelle habt ihr die Möglichkeit, die voreingestellte Konfiguration zu übernehmen oder sie manuell selbst einzustellen. Ich zeige nur kurz die Option, übernehme aber die vorgegebene Konfiguration. Dann wird überprüft, ob eine Softwareaktualisierung vorliegt. In diesem Fall nicht. An dieser Stelle werden wir nun die EasyPro Programmlistenaktualisierung für die voreingestellte Programmliste durchführen. Ihr habt aber auch diese zwei weiteren Optionen. Hier habt ihr noch eine Auswahlmöglichkeit für die Sender, die regional unterschiedliches Programm ausstrahlen. Trefft hier eure Auswahl und bestätigt es mit Übernehmen. Es folgen die Aktualisierung der Internetliste und der Sie-Fern-Info-Programmzeitschrift. Das wird jetzt etwas dauern, ich kürze hier mal ab. Ist das erledigt, folgt noch ein Hinweis zur Produktregistrierung, was ich zunächst überspringe. Installation abgeschlossen. Ein Blick in die Senderliste. Alles so, wie es sein soll und wie man es kennt. Beim Programmwechsel seht ihr unten die Informationen zur Sendung und dann auch, falls verfügbar, den Hinweis von Anfang anschauen. Links
und den Hinweis auf die Mediathek auf der rechten Seite. Je nach Sendung erhaltet ihr mit der Optionstaste weitere Einstellungsmöglichkeiten. Wählen wir hier HBB TV aus, öffnet sich die ZDF Mediathek. Natürlich müsst ihr zustimmen. Und die Sendung startet dann von Anfang an. In der Internetliste findet ihr die bereitgestellten Online-Dienste und startet sie genauso, als wenn ihr den Sender wechselt. Das Durchschalten und Starten funktioniert reibungslos. Wechseln wir mal zu YouTube. Klappt das in einer angenehmen Geschwindigkeit. Manche Smart TVs brauchen da länger. Weitere Internetinhalte findet ihr unter Easio Live. Da kommen wir später noch zu. Über die Navigationstaste auf der Fernbedienung öffnet ihr die Schnellauswahl zu den einzelnen Bereichen. Über die Infotaste erfahrt ihr mehr über die laufende Sendung. Die Taste SFI öffnet die elektronische Programmzeitschrift. Hier seht ihr, was aktuell und in den nächsten Tagen so läuft. Mit jedem Druck auf die Pfeiltasten springt die Anzeige 15 Minuten nach vorn. Nun kommen wir zum Einstellungsmenü. Hier schauen wir nun mal durch und ich lasse das Ganze unkommentiert. Da ich in diesem Video nicht auf alles eingehen kann, da es hier einfach den Rahmen sprengen würde, verlinke ich euch den Weg zur ausführlichen Anleitung in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr sie euch als PDF herunterladen.
Nun haben wir einen USB-Stick eingesteckt, welcher auch gleich erkannt wurde. Damit demonstriere ich nun die Aufnahmeoption. Um eine laufende Sendung aufzunehmen, drückt einfach die Aufnahmetaste auf der Fernbedienung. Die Endzeit lässt sich auch zusätzlich noch festlegen. Ich speichere nun die Aufnahme. Und drücke nun im laufenden Programm einfach die Pause-Taste. Die Sendung hält an und ich kann sie jederzeit weiterlaufen lassen. Nun kann man über die Navigation einfach zum USB-Stick springen und die aufgezeichneten Aufnahmen anschauen. Eine Aufnahme für die Zukunft programmieren geht so. Sucht euch die Sendung in der digitalen Programmzeitschrift raus. Und drückt die Aufnahmetaste. Die Sendung wird rot hinterlegt und wird dann aufgezeichnet. Um den Receiver mit der TechniSat Connect App zu verbinden, müsst ihr Folgendes tun. Zunächst widmen wir uns der Fernbedienung. Stellt sicher, dass in den App-Einstellungen im Receiver der Punkt Fernbedienung auf An steht. Im Feld Kanal darunter seht ihr einen vierstelligen Zeilencode. Den merkt ihr euch und übernehmt die Einstellung. Startet nun die TechniSat Connect App. Die App erkennt den Receiver, wenn er sich im selben Netzwerk befindet. Tippt ihr auf den Eintrag, müsst ihr den vierstelligen Code hier eingeben. Die Verbindung klappt recht schnell. Nun steuert ihr den Receiver mit eurem Smartphone. Möchtet ihr SAT-TV auf eurem Smartphone oder Tablet anschauen? Dann geht folgendermaßen vor. Wählt in den Einstellungen den Punkt Sonderfunktion aus und im nächsten Schritt UPnP. Hier aktiviert ihr den UPnP-Server des Receivers, der einige Sekunden zum Starten braucht. Dann schalten wir noch die Option zum Live-Inhalte-Stream ein. Weiter unten seht ihr auch noch den vorhin angeschlossenen USB-Stick. Nun wechseln wir in die App und rufen Multiplay auf. Kurz darauf wird der Digit ISIO 3 als UPnP-Server gefunden. Dort finden wir unter Videos unsere vorhin aufgenommenen Inhalte, die auf dem USB-Stick gespeichert sind. Unter dem Punkt Live-TV wird euch die Senderliste des Receivers angezeigt. Wählt ihr einen Sender aus, startet das Live-Programm. Lässt sich hier übrigens auch pausieren.
Im Bereich Filme DVR findet ihr auch andere Medienspeicher im Netzwerk, wie zum Beispiel einen NAS. Die gespeicherten Inhalte lassen sich genauso einfach auswählen und abspielen. In Easio Live findet ihr Videobeiträge, Podcasts, Internetradiostationen und Online-Dienste. Das Portal wird laut Technisat auch regelmäßig gepflegt und mit neuen Inhalten versorgt. Wählt oben den Bereich aus und links dann die einzelnen Kategorien. Nun wollen wir noch den WLAN-Adapter Technisat Teltronic Easio einrichten. Dafür habe ich ihn bereits in einen der beiden USB-Anschlüsse gesteckt. Rufen wir nun die Netzwerkeinstellung auf, muss Wireless LAN eventuell noch aktiviert werden. Weiter geht's dann mit Weiter. Sucht in der Liste euer WLAN raus und wählt es aus. Gebt dann noch den passenden WLAN-Schlüssel ein. Passt alles, sollte der Receiver eine IP-Adresse vom Router erhalten. Mit dem Test erhaltet ihr weitere Infos zur Verbindung. Übernehmt dann noch die Einstellung und die Internetfunktionen stehen euch nun über WLAN zur Verfügung. Alles klar. Und das war's mit diesem Video. Falls ihr Fragen zum Thema habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Damit bedanke ich mich fürs Einschalten und wenn euch das Video gefallen oder weitergeholfen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar freuen. Und wenn ihr weitere Videos von uns sehen wollt, lasst uns doch ein Abo da oder schaut auf unserem Kanal vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.